Herzlich willkommen zu dieser Episode meiner Serie Die Burnout-Gefahr, 12 einfache Gegenmittel. Und du bist hier bei Was zählt gelandet. Mein Name ist David Polte, ich bin Fokus- und Führungskräftetrainer. Und wenn meine Todesstunde mal gekommen sein sollte, dann möchte ich über mich sagen und über mein Leben, ich habe es wirklich gelebt, ich habe mich nicht verzettelt und ich habe auch andere inspiriert, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Und deshalb gebe ich dir jetzt ein weiteres Werkzeug an die Hand, mit dem du deine Wüste der Energieschlucker verlässt und dich an die reich gedeckte Tafel der Freuden und Energiespender begibst. Und wenn ich jetzt im Folgenden über Burnout spreche, dann sind das allgemeine Informationen, neutrale Informationen, die deiner Weiterbildung dienen. Es ist keine fachliche Beratung oder medizinische Empfehlung. Solltest du Anzeichen für Burnout oder Überlastungsdepression bei dir erkennen, geh bitte sofort zu einem Arzt, dem du vertraust. Darüber hinaus wird das, was du von mir hörst, dir helfen, wieder schneller in ein Leben voller Freude und Energie zurückzukommen. Und los geht's! Deinen Energielevel wahrzunehmen, ist eine Übungssache. Male dir zum Beispiel dazu jetzt eine Skala auf, also pausiere gleich das Video, male dir eine Skala auf von 0 bis 10 und frage dich jetzt, First Gut Reaction, erste Bauchreaktion, wo stehst du? Und nun denke an eine Situation, wo du Bäume hast ausreißen können. Das kann in der Jugend gewesen sein oder in deiner Ausbildung oder auch jetzt vor kurzem, aber denke daran, wie du dich da gefühlt hast. Das ist nämlich dann deine persönliche 10. Und jetzt heißt es, für dich herauszufinden, was war in dieser Situation, wo du so viel Kraft, so viel Power hattest, los? Wo kam das her, dass du dich so gefühlt hast? Und das, was du da identifizierst, das versuche nun mehr und mehr in deinen Alltag zu holen, in dein Leben zu holen. Und so erhöhst du dein Energielevel. Mach diese Übung mit der 10, mit dieser Linie immer wieder. So trainierst du deine Aufmerksamkeit für dein Energielevel und du spürst, wenn es runtergeht. Und weißt, wenn ich jetzt nicht anfange, gegenzusteuern, dann geht es ganz nach unten. Und wenn ich gegensteuere, spürst du, wie es nach oben geht. Und so lernst du, ein Manager deiner eigenen Energie zu sein. Es ist fantastisch. Viel Spaß bei der Umsetzung. Dankeschön. Yep, von der Wüste der Energieschlucker an die gedeckte Tafel der Freuden und Energiespender. Das ist der Weg. Und jeden Mittwoch und Samstag gibt es eine weitere Episode hier. Und schreib mir gerne in die Kommentare, was dein Nummer 1 Weg ist, um genau diese Veränderung hinzubekommen. Abonnier gerne den Kanal und lass mir einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank, dein David Polte.